Die Elsa ja kommt mit dem Logistiker. Ja, jetzt über die vorne nochmal. Ja.
Danke. Mein Name ist Michael Funke, Fachberater Hochwasser und Starkregen der Feuerwehr Hagen. Wir befinden uns hier jetzt gerade in der Hartstraße. Von der Schmittauer Straße im oberen Bereich ist ein Löschteich, der so um 1950 gebaut worden ist, übergelaufen. Der Löschteich ist vollgelaufen mit Schlamm und Geschiebe. Dadurch ist er übergetreten und hat ein Einlaufgitter verschlossen. Die Wassermassen haben sich über einen Fußweg hier runter in die Hartstraße begeben und durch das mitgeführte Segment und Schlamm und Geröll sind hier die Kanaleinläufe zugegangen. Im Bereich Hartstraße sind zwei Häuser überflutet worden, circa 15 bis 20 cm Wasser. In einem Haus pumpen wir jetzt noch den Keller leer. Wir versuchen, so weit wie es geht, die Häuser für die nächsten Tage zu schützen mit Deichschläuchen und Sandsäcken. Wir haben Kanaleinläufe offengezogen und haben ein Einsturzgitter hineingebracht, dass die auch offen bleiben können über die Feiertage. Und wir haben die Wohnhäuser im oberen Bereich in der Schmittauer Straße ebenfalls mit Sandsäcken gesichert und haben das Wasser umgeleitet in das Kanalsystem. Im unteren Bereich, das Kanalsystem ist jetzt zugeschlammt. Dort erwarten wir noch die Wirtschaftsbetriebe Hagen mit einem Spülwagen, dass die hier tätig werden können und die Kanäle wieder freispülen können. Es sind circa 60 Leute hier im Einsatz aus verschiedenen Löschgruppen. Wir haben ungefähr 1000 Sandsäcke verbaut und circa 120 Meter Deichschlauch hier aufgebaut. Das ist ein Sandsackersatzsystem. Ja, dieser Bereich war natürlich betroffen. Die Leute, die damals schon betroffen waren, sind jetzt wieder betroffen. Und die Not ist natürlich hier groß und die Betroffenheit dementsprechend natürlich ganz, ganz groß. Wir konnten den Leuten jetzt helfen und sie sind beruhigt, dass wir die Maßnahmen bis nach Weihnachten liegen lassen, weil die Wetterverhältnisse sich so bis zum 26. weiter aufrechterhalten sollen. Ja, wir konnten also das Wohngebäude, was mit über 1,20 Meter Betroffenheit von letztem Jahr überflutet worden ist, gut halten und haben eine, wie gesagt, Deichschlauchsperre komplett drumherum gelegt, damit die Leute auch beruhigt sind und vernünftig auf Weihnachten feiern können.